Ihr lieben Leute, sie haben es tatsächlich getan. Sie haben das Unmögliche möglich gemacht und sie haben das, worauf wir seit mehreren Ausgaben warten, tatsächlich in die Tat umgesetzt. Hey, lieben Brixies, und ein herzliches Willkommen hier zum neuesten LEGO Star Wars Mystery Pack, nämlich dem Supermachtpack Nummer 10. Das Ganze ist frisch erschienen am Samstag, dem 6.8.2022, für den doch etwas höheren Preis von 5,99 €. Die letzten Ausgaben haben ja immer 4,99 € gekostet, aber ich bin ganz ehrlich, die Magazine sind mittlerweile auch teurer geworden auf 4,99 €. Und deswegen musste es irgendwann passieren, dass die Dinger auch ein bisschen steigen. Ich kann es nachvollziehen, auch wenn es natürlich für uns ein wenig doof ist. Und man kann sich jetzt fragen, hey, 5,99 €, es hat sich ja zum letzten nicht so viel geändert. Mit einem großen Unterschied, und dieser Unterschied, der liegt genau hier unten. Hier haben wir immer natürlich ein paar Magazine, nämlich insgesamt 2 von 5 und eben 2 von 6 LEGO Extras zur Auswahl. Heute aber ist etwas ganz, ganz Besonderes dabei, nämlich natürlich dieser Luke Skywalker. Und der Luke Skywalker an sich, der ist ja nicht wirklich was Spezielles, also nicht ein bestimmter Charakter, den man jetzt eben haben will. Aber diese Figur, die ist eben was ganz, ganz Besonderes. Die kommt nämlich aus der UCS Cloud City und ist sonst nur noch ein anderes Mal erschienen, und zwar eben in dem Bespin-Duell, was in Deutschland niemals rausgekommen ist. Und genau die Figur war eben in der 65. Ausgabe des LEGO Star Wars Magazins drin, nämlich von 2020. Und diese Figur, die war eben eine, die besonders beliebt war. Das heißt, jeder wollte die haben, die ist mittlerweile auch ein bisschen teurer geworden auf eBay. Und deswegen ist es natürlich umso cooler, wenn man sie in einem solchen Mystery Pack bekommen kann. Und ich sag's mal so, das ist hier nicht das erste Mal, dass sie in einem solchen Mystery Pack drin sein könnte, beziehungsweise auf einem solchen Mystery Pack abgebildet ist. Denn Blue Ocean hat in der Vergangenheit ein paar Sachen gemacht, die mir nicht so gefallen haben. Die haben nämlich genau diese Figur einfach auf irgendwelche Mystery Packs gedruckt. Im Kleingedruckten stand dann allerdings drin, dass die hier eigentlich gar nicht drin sein kann. Und heute habe ich eine ganz, ganz tolle Nachricht für euch. Dieser Text hier, der gibt uns tatsächlich Hoffnung. In dem Text steht nämlich drin, zufällige Auswahl aus den LEGO Star Wars Magazinen Nummer 45, 54, 65 und 66 jeweils inklusive zugehörigem Extra und Nummer 67 ohne Extra sowie den Extras der LEGO Star Wars Magazine 42 und 53. Und das sind eben genau die Magazine, wenn wir uns mal eben kurz die Liste anschauen, das ist meine persönliche Sammlung hier und da sehen wir schon die Nummer 65 und 66, das sind tatsächlich Luke Skywalker und der Jedi Interceptor, also diese beiden Magazine sind ja auch tatsächlich abgebildet und die kann man auch mit dem Extra bekommen. Das heißt, wir haben zum ersten Mal eine reale Chance, dass dieser Luke Skywalker tatsächlich hier drin sein kann. Falls ihr nach diesem Video auch euer Glück probieren wollt und diese Wundertüte kaufen möchtet, dann schaut gerne mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da habe ich euch nämlich ZZOL verlinkt. Und ZZOL ist quasi eine Website, wo alle Magazine drin sind. Nicht nur Lego-Magazine, sondern eben auch ganz normale. Und da habe ich euch eben genau dieses Supermachtpack Nummer 10 rausgesucht. Und da könnt ihr eben ein paar Daten über das Ding rausfinden. Unter anderem, wann eben die nächste Ausgabe rauskommt. Das ist jetzt am 1.10. Aber ihr könnt nicht nur das nachgucken, sondern die Website ist tatsächlich richtig, richtig cool. Die zeigt euch nämlich, wo ihr genau dieses Mystery Pack eben kaufen könnt. Das heißt, ihr müsst einfach hier in die Suche eure Postleitzahl eingeben. Ich nehme jetzt einfach mal random diese hier. Und dann könnt ihr die Händler finden und dann zeigt euch mykiosk.com tatsächlich die Händler in eurer Nähe, die genau dieses Mystery Pack gerade vorrätig haben. Damit würde ich sagen, geht's aber auch schon los mit dem Unboxing. Ich bin mega, mega gespannt. Ich glaube am meisten natürlich den Luke Skywalker möchte ich haben, aber ich glaube danach tatsächlich irgendwie den Jedi Interceptor oder den Star Destroyer, weil den finde ich auch sehr, sehr cool. Ich glaube auch den TIE Silencer, der fehlt mir noch einmal. Also den könnte ich auf jeden Fall auch nochmal gebrauchen. Ansonsten, ich glaube die beiden, also den habe ich genug und den glaube ich auch mittlerweile. Aber die 4 Extras, der wäre ich auf jeden Fall zufrieden damit. Also den Luke Skywalker natürlich umso mehr. Und weil ich im Laden stand und dann haben sich die irgendwie unterschiedlich angefühlt, habe ich für dieses Unboxing gleich 2 mitgebracht. Ihr könnt schon sehen, das hier ist irgendwie ein bisschen dicker, also das fühlt sich sehr, sehr, sehr dick an und das ist ein bisschen dünner. Also ich bin mal sehr gespannt, ob wir in einem davon vielleicht wirklich den Luke Skywalker drin haben, wahrscheinlich in dem dünneren möglicherweise, oder ob es mindestens eben 2 verschiedene extra Parts sind, also nicht wir in allen 2 jetzt das komplett gleiche drin haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt einfach mal mit dem ersten beginnen. Ich bin mega, mega gespannt, ob wir tatsächlich... Ich fange mal mit dem dickeren an. Wir wollen die Spannung ja so ein bisschen erhalten. Und dann gucken wir mal rein, ob tatsächlich der Luke Skywalker hier drin sein kann. Ich bin mega, mega, mega gespannt. Und ja, schreibt mir aber natürlich gerne eure Sachen dazu in die Kommentare, was ihr dann tatsächlich drin hattet. Und ich merke schon, wir haben auf jeden Fall hier ein Extra dabei, was lose rumfliegt. Das heißt, wir haben eins von den Magazinen hier dabei. Oder eben die Nummer 67 als Magazin, was extra ist.
Und wir haben den Jedi Interceptor. Okay, der sollte ja aber eigentlich mit dem Dings sein oder mit dem Magazin. Na gut, aber zumindest haben wir den Jedi Interceptor mit drin. Ich werde einmal rauszupfen, was wir hier noch drin haben. Das scheint ein einzelnes Magazin zu sein. Ach, das ist das vom Jedi Interceptor. Na gut, das ist ja cool. Wir haben zwei Poster mit dabei. Einmal das Kind und einmal Darth Vader. Beides jetzt nicht unbedingt meine Favoriten. Aber der Jedi Interceptor ist mega, mega cool. Ich feiere den extrem. Und jetzt gucken wir natürlich rein, was ist das zweite Magazin, was hier drin ist. Kann es ein Luke Skywalker sein oder haben wir etwas komplett anderes hier mit drin? Wir haben auf jeden Fall irgendwas in einer Tüte. Ich glaube, der Luke Skywalker war nicht in einer Tüte. Und wir drehen das Ganze mal um. Was ist es? Der TIE Silencer. Oh, wie cool. Okay, den wollte ich ja tatsächlich nochmal haben, einfach um ihn zu haben. Und hier haben wir tatsächlich eine Limited Edition Boba Fett Karte mit drin. Also ich bin mega zufrieden, die fehlte mir glaube ich auch noch, bin ich mir nicht sicher. Aus dem Weg, mega klasse, was haben wir hier noch? Ich weiß gar nicht, irgendwie, warte, frohes Fest, möge die Macht mit dir sein, ein Weihnachtsposter. Wie cool ist das denn bitte? Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Mystery Pack und hier sind wir natürlich genauso gespannt wie eben auch, nur dass das hier ein wenig dünner ist. Es kann natürlich einfach sein, dass die sich so ein bisschen verruckelt haben, dass der hier jetzt einfach sich nur dick angefühlt hat und hier halt ein bisschen dünner sich anfühlt, keine Ahnung. Auch hier kämpfen wir mal wieder gegen den Blue Ocean Kleber an und ich gucke zuerst einmal rein, ob wir tatsächlich, okay, wir haben hier wieder irgendetwas mit der Folie und auch wieder ein Extra, was einzeln hier rumliegt und ich glaube, es ist tatsächlich das exakt gleiche drin. Also wir haben ein weiteres Mal den Jedi Interceptor von Obi-Wan Kenobi. Ich drehe das Ganze mal um, damit wir noch nicht gleich das Extra, das zweite sehen. Wir haben auch das gleiche Heft wieder mit dabei und jetzt holen wir einmal das andere raus. Ja, und die Rückseite, die kommt mir schon sehr, sehr bekannt vor. Das heißt, wir haben gleich zweimal den Kylo Ren's TIE Silencer mit der coolen limitierten Karte und eben zweimal den Obi-Wan's Jedi Interceptor. Meine lieben Brixies, auch wenn ich jetzt nicht gerade den Luke Skywalker hier abbekommen habe, also quasi den heiligen Gral aus diesem Mystery Pack, bin ich absolut nicht unglücklich. Wir haben hier den Kylo Ren's TIE Silencer und den Jedi Interceptor und wir können uns die Preise hier angucken. 3,99 und 4,20 €. Ja, tatsächlich gab es nur Magazine für 4,20 €. Ich weiß nicht, wann das genau war. Ich habe die Zeit auch verpasst. Aber das zusammen sind eben 8,20 € oder 8,19 €. Die habe ich gerade für 6 € bekommen. Also ich bin mega zufrieden damit. Habe natürlich einiges gespart, vor allem, weil ich zumindest den und den auch haben wollte. Also wenn ich jetzt irgendeinen von den beiden gekriegt hätte, wäre ich noch unglücklicher gewesen. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meinem Inhalt. Schreibt mir aber natürlich gerne in die Kommentare, was ihr in eurem Super Machtpack Nummer 10 drin hattet. Ob ihr das schon irgendwo bekommen habt oder ob ihr immer noch auf der Suche seid. Ansonsten schaut euch hier natürlich auch gerne die letzte Ausgabe des Lego Star Wars Mystery Packs an. Die hieß nämlich mal komplett komisch, nämlich Mega Action Pack. Das habe ich so noch nie gehört, war auch die erste Ausgabe. Und ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.